wie angekündigt, Mental Health und Kapitalismus. Es wird nicht so sehr eben, wie gesagt, darum gehen, dass man aus der bürgerlichen Kleinfamilie im Kapitalismus alle möglichen Neurosen oder so ableitet. So. Dafür bin ich nicht befähigt. Aber dass man halt irgendwie versucht, die gesellschaftliche Dimension davon zu fassen. Und ich weiß nicht, wer von euch diese Studie von dieser Donau-Universität Krems vom letzten Jahr, Ende letzten Jahres mitbekommen hat. Also das waren ja irgendwie sehr erschreckende Zahlen. 60% der Mädchen, 40% der Burschen haben wahrscheinlich eine mittelgradig depressive Symptomatik. Ein Fünftel der Mädchen, 14% der Burschen wiederkehrende suizidale Gedanken. Das heißt irgendwie entweder täglich oder jeden zweiten Tag halt daran zu denken. So. Begleitet wird das Ganze von Vervielfachung von Angst und Schlafstörungen so. Zusätzlich gibt es eine ganze Reihe von anderen Studien, die zum Beispiel so eine Art Einsamkeitspandemie attestieren. Da gibt es zum Beispiel einen interessanten Artikel vom Economist, der irgendwie meint, so der Anteil an 15-Jährigen, die sagen, dass sie sich leicht in der Schule tun, Freunde zu machen, der hat in nahezu allen Ländern abgenommen. Manche westliche Länder ähneln immer mehr Japan oder Südkorea, wo manche junge Menschen sich de facto in Einsiedler verwandeln. Also vielleicht kennt man dieses Phänomen hier auch, irgendwelche jungen Leute, die sich beginnen, über Jahre einfach in ihrem Zimmer einzusperren. So. Und dieses Thema ist aber nicht irgendwie was, was quasi verbrämt ist oder totgeschwiegen wird. So, es ist augenscheinlich überall. Es umfasst alle möglichen Schichten und Demografien. So. Es ist nicht irgendwie eine spezifische Subunterdrückung im Kapitalismus, die davon betroffen ist. So, es trifft irgendwie alles so. Und es ist nicht irgendwie eine einzige Krankheit wie Depression, um die es hier irgendwie geht, so, sondern es ist Burnout, Einsamkeit, Depression, Suizide, also Überarbeitung, genereller Verlust irgendwie der Lebensfreude. So. Also man merkt irgendwie offensichtlich, die ganze Gesellschaft krankt förmlich. So. Und ich glaube, es ist wichtig zu betonen, dass es hier kein First-World-Problem ist. So. Also oft kommen ja dann Leute und sagen, naja, die Leute irgendwie, die in Indien da Reis anbauen, so, die sind ja ganz zufrieden mit ihrem Leben. Das ist irgendwie das Symptom einer gelangweilten Wohlstandsgesellschaft oder so. Und es ist halt einfach nicht richtig. Also wenn man sich irgendwie zum Beispiel die WHO anschaut, die schreibt zum Beispiel schwarz auf weiß, in dieser Pandemie ist halt die Mental Health von 80% der Kinder und Jugendlichen weltweit deteriorated. Und das sind eben so Sachen, wie die ich irgendwie vorhin aufgezählt habe, so. Und ganz ehrlich, man muss halt einfach nur Google aufmachen, Mental Health Crisis eintippen und irgendein random Land dahinter klatschen und man findet haufenweise Berichte und Zeitungsartikel zu diesem Thema, egal woher. Selbst in China gab es da eine ganze Jugendbewegung drumherum, die Lay-Flat-Bewegung, ich weiß nicht, wer von denen gehört hat, basically gegen die 996-Culture, quasi von 9 bis 9 arbeiten, 6 Tage die Woche, wo einfach Jugendliche gesagt haben, wir können nicht mehr, wir legen uns literally einfach hin, wir sind ausgebrannt, wir haben keine Energie mehr, genug. Und es muss irgendwie relativ was Großes gewesen sein, dass das irgendwie durch die Great Chinese Firewall zu uns durchgedrungen ist, durch die Zensur, die es irgendwie in China gibt. Also es sagt uns irgendwas über die Dimension von dem Ganzen so. Und was irgendwie wichtig ist, dieses ganze Thema ist in der Pandemie irgendwie voll ins Bewusstsein geruckt so. Aber das hat quasi schon davor begonnen. Corona ist halt hier quasi der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Nur ein paar Zahlen hier so. Die WHO sagt, in Europa ist zwischen 2014 und 2018 das mentale Wohlbefinden beim Großteil der Leute zurückgegangen. In der USA haben sich im selben Zeitraum die Suizidraten bei Jugendlichen um 50% gesteigert. Und in England im selben Zeitraum die Anzahl an gemeldeten, also Dunkelziffer wahrscheinlich größer, Self-Harm-Verhalten unter Jugendlichen. So. Also das hat irgendwie schon sehr lange geköchelt. Und wir sehen irgendwie, die Zustände sind irgendwie katastrophal und das Angebot ist irgendwie nicht sonderlich gut. Also wenn man sich zum Beispiel in Österreich anschaut, einem sogenannten reichen Land, da kannst du irgendwie Wochen auf Psychotherapie warten, wenn du irgendwie einen Kassenplatz brauchst. Oder wenn du irgendwie sagst, ich will es privat machen, dann bist du schnell ein paar hundert Euro im Monat los, um dir das zu leisten. So. Und man sollte meinen, bei so erschreckenden Zahlen, bei so einer schlechten Infrastruktur, sollte doch was passieren, oder? Wer erinnert sich an Olaf Scholz am Anfang der Pandemie,
damals Finanzminister, jetzt müssen wir die Bazooka auspacken an Finanzhilfen und Geld drucken, um da durch die Krise durchzukommen. Könnte man sich fragen, ist da irgendwas für Psychotherapie, für mentale Gesundheit oder so rausgesprungen? Und absolut halt nothing so. Alles, was es hier gibt, ist halt ein bad joke after another. Ich weiß nicht, wer von euch die Claudia Plack-Olm kennt. Das ist die neue Jugendstaatssekretärin der ÖVP. Ein paar Schülern vielleicht bekannt als sehr unsympathische junge Frau, die zu dieser Schulstreikbewegung gegen die Matura gemeint hat, die Jugendlichen sollen sich da mal nicht so anstellen. Die sollen einfach die normale Matura schreiben. Das hat sich irgendwie ausgeleichtet mit der Matura. Und die hat sich irgendwie letzten Februar hingestellt und hat irgendwie groß angekündigt, Sofortmaßnahmenpaket gegen die schlimmsten Folgen der psychischen Gesundheit in der Jugend, ganze 13 Millionen Euro. Und ich weiß nicht, wer von euch mit Zahlen gut klarkommt, um das in Relation zu setzen. Es gibt 2 Millionen junge Menschen in Österreich. Das ist circa 6 Euro pro Person. Also eine Soforthilfe in Form einer Laschbadebombe, könnte man sagen. Und sie sieht es irgendwie auch selber so. In der Pressekonferenz dazu sagt sie, ich weiß nicht, ich kann ihren Akzent nicht nachmachen, aber ihren Vorarlberger, was das ist, Gott sei Dank wird nicht jeder junge Mensch, der mit depressiven Symptomen zu kämpfen hat, auch einen professionellen Platz der Psychotherapie brauchen. Wir werden hier viel mit Prävention und mit auf sich selbst und aufeinander schauen, bewältigen und lösen müssen. Also keine großartige Änderung zu dem, was sonst schon ist. Und das müssen macht irgendwie Sinn, weil für 6 Euro pro Person springt er sicherlich nicht mehr raus. Und viele Organisationen, was auch immer, AKS, dieser Jugendrat oder was es gibt, die sagen irgendwie sehr berechtigtermaßen, das ist maximal ein Tröpfchen auf dem heißen Stein. So. Aber es gibt 2 Sachen, wo die Kritiken meistens zu kurz greifen. Und zwar die erste ist, dass es oft als Single Issue dargestellt wird. So, ja, es braucht halt mehr Psychotherapieplätze oder bezahlte Ausbildungen oder sowas auch immer. Und das ist irgendwie alles richtig, das braucht es. Aber das ist irgendwie ein größeres Problem, was wir hier offensichtlich haben. Und das andere, das ist quasi auch so ein bisschen von Awareness Raising zurückgeführt wird. Also dieses Thema, das wird halt nicht genug besprochen in der Gesellschaft. Quasi, es ist keine Priorität von Konzernen, von Politikern und deswegen sind die Zustände so. Und was das angeht, das stimmt nicht. Es gibt sehr viel Awareness zu diesem Thema und es fließen unglaublich viele Ressourcen zurzeit hin und her, unglaublich viel Geld, um dem gerecht zu werden. Man merkt es, wenn man in den Supermarkt geht, welches Produkt, was irgendwie annähernd mit Wellness zu tun hat, hilft irgendwie nicht zu relaxen, seine Mindfulness wiederzufinden, runterzukommen. Also die ganzen Konzerne, die wissen, die Leute brauchen Ruhe, die brauchen irgendwie irgendwas so. Und da kann man irgendwie ordentlich viel Kohle mitmachen. McKinsey, so eine Unternehmensberatungsfirma, richtig fett, die sagt irgendwie, der Global Wellness Market, darunter verstehen sie Sachen, die dir helfen beim Schlafen, Sachen, die dir helfen beim Entspannen, Sachen, die dir helfen beim Runterkommen, der wird mit 5-10% in den nächsten Jahren wachsen, so über eine lange Zeit. So. Und das nimmt einfach stellenweise so absurde Züge an. Also ich weiß nicht, wer von euch Oreo kennt, diese kleinen Kekse. Die haben zum Beispiel eine Marketingkampagne geplant zum Mindful Snacking, wo sie quasi sagen, setz dich hin, iss diesen Bissen, spür die Textur, spür den Geschmack, spür den Geruch und konzentriere dich einfach mal auf dich. Und das ist insofern amüsant, weil dieser Konzern, der das herstellt, in den USA vor allen Dingen für ihre knallharten Arbeitsbedingungen bekannt sind. So. Wo Arbeiter irgendwie 12-16-Stunden Schichten während der Pandemie gearbeitet haben, 6-7 Tage die Woche über Monate, die irgendwie sagen, sie haben ihre Familie stellenweise irgendwie urlang nicht gesehen. So. Und ich wage es irgendwie zu bezweifeln, dass die dann in ihrer Arbeit Zeit für einen Mindful Oreo-Snack sich irgendwie nehmen können. So. Und diese Berichte sind mega spannend. Also ich kann es echt nochmal empfehlen, irgendwie zu googeln. Das ist einfach Mind Wellness oder so eingeben. Und was irgendwie in all diesen Sachen dabei sind, ist irgendwie interessant. Und zwar, dass sie sagen, woher kommt denn eigentlich das? Warum gibt es diesen Markt? Warum wächst dieser Markt? Und ein Bericht schreibt, Stress, Einsamkeit und Burnouts explodierten schon vor der Pandemie. Und der Fokus auf Mental Wellness war der kulturelle Megashift der letzten Jahre.
Menschen schauen immer mehr nach non-clinical Hilfe, also Hilfe außerhalb der traditionellen Medizin oder Schulmedizin, I don't know, wie man sagt, um mit alltäglichen Mental Challenges klarzukommen. Und hier kommt die Wellnessindustrie ins Spiel. Und wenn man da ein bisschen nachfragt, kann man sich überlegen, so, hä, warum suchen die Leute immer mehr Non-Clinical Help? Woran könnte das liegen? Aber diese Berichte sind so nett und beantworten uns auch diese Frage. Und zwar, US-Healthcare-Kosten steigen weiterhin und viele Amerikaner vermeiden es, dementsprechend zum Arzt zu gehen und nehmen stattdessen ihre Gesundheit selbst in die Hand. Also wie die Plug-On das schon gesagt hat, so. Und das ist nicht nur ein US-Phänomen, oder? Also auch in Österreich, auch in Deutschland gibt es halt kaum Ressourcen, gibt es halt irgendwie kaum Infrastruktur, wenn es darum geht, dass es uns scheiße geht, dass wir mental erkranken und irgendwie Hilfe brauchen. So. Und es werden, wie gesagt, so viele Ressourcen hier in die Hand genommen. Also es müssen ja irgendwie neue Werbespots gedreht werden, es müssen ganz neue Marketingkampagnen entworfen werden, neue Werbefilme, wo jemand irgendwie entspannt seinen Drink irgendwie schlürft oder was weiß ich nicht so. Und das ist irgendwie alles Zeug, was halt eh nichts bringen wird, weil wenn es was bringen würde, dann wäre dieser Markt in 10, hätte dieser Markt keine 10%igen Wachstumsraten, oder? Also wenn das irgendwie einen Effekt hätte, so, dann wäre ja die Pandemie, die Mental Health Pandemic irgendwie beendet. So. Und ein Beispiel, was irgendwie vor kurzem in den Medien war, spitzt diese Frage von Ressourcen und Aufwand und wie man den verteilt, noch viel mehr zu. Und das sind diese Leaks zu Facebook, die letztes Jahr, Ende letzten Jahres in der Washington, im Wall Street Journal veröffentlicht worden sind. So. Das war eine ehemalige Facebook-Managerin, die Frances Hawkins, die das gemacht hat. Wer von euch hat davon schon mal gehört? Okay, basically heißen diese Berichte, dass Facebook genau gewusst hat, was irgendwie Instagram mit der psychischen Gesundheit insbesondere junger Mädchen macht, so, und haben halt einfach drauf geschissen. Also in diesen internen Forschungsreports steht dann zum Beispiel Sachen drin wie, wir verschlechtern das Körperbild bei einem von drei Mädchen im Teenageralter mit teils lebensbedrohlichen Auswirkungen. Oder da stehen Sachen drin wie, Teenager erzählten uns, dass sie nicht so viel Zeit auf dieser App verbringen wollen, aber das Gefühl haben, anwesend sein zu müssen. Sie fühlen sich süchtig, wissen, dass es sich schlecht fühlen lässt, aber können dagegen nichts unternehmen. So. Und diese Instagram- und Facebook-Forscher, die das quasi herausgefunden haben, die sind halt dann zu Managern oder Höheren gegangen und haben halt gesagt, so, yo, Leute, wir sollten da vielleicht was machen, aber nichts ist passiert. Weil, keine Ahnung, man macht halt Geld damit, oder? Sie bleiben länger drauf, sehen mehr Werbeanzeigen, so. Warum sollte ich das ändern? Sie beschreiben es quasi so, wir hatten das Gefühl, vor allem zwischen den Leuten und ihren Bonuszahlungen zu stehen. Also quasi, versteht's, was ich meine. Nicht nur irgendwie, dass Facebook dann diese Berichte genommen hat und einfach eingebunkert hat, sich geweigert, die irgendwelchen anderen Forschern oder vielleicht auch irgendwelchen Politikern zugänglich zu machen. In der Öffentlichkeit haben sie einfach straight up das Gegenteil stellenweise behauptet und sich da vor allen Dingen zum Beispiel auf die Oxford University gestützt, der Name sagt wahrscheinlich allen was, wo sie ganz zufälligerweise Spenden an irgendwelche Forscher halt gemacht haben in der Zeit davor. Ein Shame, der quasi hier Böses denkt. Ich meine, wenn man sich das anschaut, was ist hier die Situation? Wir haben ja einen riesengroßen, fetten Konzern mit der mega geilen Technologie, oder? Die haben halt riesengroße Forschungsgruppen, die haben diese AI-Sachen, die haben Computerpower. Das könnte man so gut verwenden, um irgendwie die Forschung bezüglich psychologischer Krankheiten voranzubringen. So. Sie könnten irgendwie voll die geile Infrastruktur für Krankenhäuser oder so bereitstellen. Und was halt stattdessen passiert, ist, dass diese ganze Technik, diese ganzen Ressourcen, diese ganze Arbeit, dieses ganze Wissen eingesetzt wird, damit wir uns scheiße fühlen, nur damit irgendwie ein paar Leute, denen halt dieser Konzern gehört, fette Dividenden ausgezahlt werden. So. Und ja, Psychotherapieplätze ausbauen ist gut, aber solange man irgendwie hieran nichts ändert, so, das muss man irgendwie auch im Kopf haben, so, ist das irgendwie auch ein Kampf gegen Windmühlen. Und man sieht jetzt irgendwie diese Konzerne, deren Besitzer, das ist irgendwie alles mega, die Arschlöcher, so, die tun irgendwie alles für den kurzfristigen Profit, Logik nach uns, die Sinnflut so, aber man darf quasi sich nicht irgendwie vorstellen, dass das ist, weil sie irgendwie böse wären oder so, sondern es widerspiegelt einfach nur den Niedergang des Kapitalismus,
wo quasi diese verschiedenen Kapitalisten immer schärfer darum kämpfen müssen, gegeneinander ihren Platz auf der Sonnenseite zu behalten. So. Und das heißt halt, so viel Profit wie möglich irgendwie rauszuquetschen oder halt vom Markt verdrängt zu werden. Und dieser kapitalistische Niedergang, den sieht man vor allen Dingen gut an der Erosion der Lebensbedingungen der Jugend, also von uns. Seit 2008 gab es ja diese Weltwirtschafts-Finanzkrise, Marxisten würden sagen kapitalistische Überproduktionskrise. Und seitdem ist einfach weltweit die Jugendarbeitslosigkeit am Steigen so. Während irgendwie Sachen wie Wohnen teurer werden so, sinken irgendwie die Löhne. Es ist nicht irgendwie, dass die Millennials zu viel Avocados kaufen, dass sie Avocado-Sandwich, dass sie keine Wohnungen sich mehr leisten können so. Sondern es ist halt einfach ein Fakt, dass, wenn man sich irgendwie die Jugendlichen irgendwie heute anschaut, die viel weniger ausgeben im Vergleich zum Beispiel zu Jugendlichen 2001 so. Und nicht nur das, das Geld, was sie tatsächlich ausgeben, ist viel weniger Luxusprodukte, sondern halt einfach nur the bare necessities. Also, keine Ahnung, Essen oder Kleidung oder sowas. Und als ob irgendwie das nicht genug wäre, sind halt die Arbeitsbedingungen unserer Generation bis zu einem gewissen Grad auch mega prekär. Also quasi Kettenverträge von einem befristeten Arbeitsvertrag zum nächsten. Also in Deutschland zum Beispiel ist jeder neue Arbeitsvertrag, jeder neue zweite befristet so. Das heißt, du gehst nicht in einen Konzern und hast dann irgendwie deine Ruhe für den Rest deines Lebens so. Teilweise müssen wir viel gratis arbeiten. Ihr kennt die ganzen unbezahlten Praktika so oder halbbezahlten Praktika so. Und wir haben irgendwie diese ganze Gig-Economy, wo halt Leute nicht mal mehr richtige Arbeitsverhältnisse haben, sondern so Art Freelancer sind, so Uber und diese ganzen Lieferservice-Dinger da. Genau. Und man muss aber dazu sagen, es wird in den Medien oft so dargestellt, dass es so ein Generational Divide ist, dass es hier darum geht, die Jugend, die Prekäre, gegen ihre bösen Eltern mit ihren Häusern und ihren Autos und so. Und das stimmt halt einfach nicht. Keine Ahnung, es gibt irgendwie Fire and Rehire, wo halt irgendwie alte Menschen irgendwie gefeuert werden und dann irgendwie dieselben Scheißverträge wie wir irgendwie annehmen müssen so. Und wer irgendwie in der Pension ist, kann irgendwie jedem Jahr der Kürzung seiner Pensionszahlungen zuschauen. Also das ist ein Klassenproblem, kein Generationsproblem. Und das wird irgendwie auch deutlich, wenn man sich halt ins Bewusstsein ruft, dass dieser allgemeine ökonomische Niedergang begleitet ist von einer gesellschaftlichen Krise nach der anderen, oder? Also ich habe jetzt diesen WHO-Bericht, gibt es da einen interessanten, der meint so, ja, diese Pandemie, also die hat in ein paar Monaten alles an Fortschritt der Frauenbefreiung, Anführungszeichen, weil es eigentlich ein Hohn ist, das überhaupt so zu nennen, der letzten Jahrzehnte einfach gewiped so. Wir haben irgendwie diese Corona-Krise so, jetzt hat man sich gedacht, so, boah, jetzt hört das endlich mal langsam auf so. Dann hast du irgendwie diesen Ukraine-Krieg, jetzt auf einmal so, wir haben irgendwie Inflation wie seit 30, 20 Jahren nicht mehr, wo nicht irgendwelche random Luxusgüter teurer werden, sondern Essen, Wohnen und Energie. Also es geht irgendwie alles, gerät irgendwie offensichtlich aus den Fugen. Und man muss einfach sagen, das hängt mit Mental Health mega eng zusammen. Das ist absolut nichts Getrenntes, oder? Bei Corona ist das eigentlich am augenscheinlichsten, oder? Da hat man irgendwie gesagt, so die Jugendlichen und die jungen Menschen sind jetzt zu Hause eingesperrt, so. Schulen haben zu, Unis haben zu, sie sollen irgendwie in Quarantäne sein. Und ja, das war schlimm, aber es hat es nicht besser gemacht, dass es mega die beengten Wohnverhältnisse waren, wo man vielleicht kein eigenes Zimmer hatte oder eine Familie, in der mega Streitereien waren, weil die Eltern unter mega dem Druck standen, dass sie irgendwie Angst haben, ihren Job zu verlieren. So. Es hat es irgendwie nicht besser gemacht, dass ein Großteil der jungen Menschen in prekären Jobs arbeitet, die von diesen von diesem Kurzarbeitsgeld eigentlich weniger bekommen haben. Also wenn zum Beispiel von Tipps abhängig war, wenn man im Restaurant arbeitet oder so. Das ist irgendwie kaum berücksichtigt worden. So. Und es hat irgendwie nichts besser gemacht, dass man als junger Mensch gesehen hat, fuck, boah, diese Gesellschaft geht Meier, ich muss mich echt anstrengen, wenn ich da nicht unter die Räder kommen will. Ha, blöd, Uni und Schulen, da ist das Bildungssystem gerade mal Meier gegangen. Was mache ich jetzt? So, außer warten und gestresst sein, könnte man sagen. So. Und bei der Klimakrise sieht man das auch voll gut. Vor kurzem ist dieser neue Klimabericht rausgekommen, ist ja so ein dreiteiliges Ding. Hat ihn wer schon mal gelesen oder in den Medien davon mitbekommen?
mega der Hammer, überhaupt nicht der Hammer, sorry. Und es war interessant, derjenige, der das vorgestellt hat, hat gemeint, wir müssen vorsichtig sein, wie wir über die Ergebnisse der Wissenschaft berichten, über Kipppunkte und ob wir über einen Kollaps der Biosphäre oder des Verschwindens der Menschheit sprechen. Wir wollen Politikern Angst machen, aber nicht der Jugend, quasi so nach dem Motto, die sind doch schon arm genug oder so. Und er beschreibt dann irgendwie weiter, die wachsende Weltbevölkerung, Migration, Menschen, die in Städte gehen, wachsende Armut, Ungleichheit, Umweltverschmutzung, Überfischung, und Krankheitsrisiken nehmen weiter zu. Sowas wie das Dengue-Fieber wird sich irgendwie auch nach Europa ausbreiten. Okay, nicht überraschend, dass das irgendwie stresst. Nicht überraschend, dass irgendwie in so Umfragen mit 10.000 Jugendlichen 60% sagen, dass Humanity doomed ist so, und dass sie irgendwie Angst um ihre Zukunft haben. So. Aber ich glaube, der Punkt ist, das mit diesem Doom, das ist ein bisschen so eine Sache. Weil bei all diesen gesellschaftlichen Krisen ist es immer so, dass sie prinzipiell lösbar gewesen wären. So. Was meine ich damit? Nicht, dass die Herrschenden irgendeinen Bock gehabt hätten, das zu tun, aber dass einfach alles verfügbar gewesen wäre, um das zu machen. Die Technologie, die Ressourcen, wenn man sie halt richtig eingesetzt hätte. Und die WHO hat da irgendwie einen lustigen Bericht, ich kann es wirklich jedem empfehlen zu googeln, der irgendwie so schwarz auf weiß sagt, so, jo, diese ganze Corona-Pandemie, die wäre halt eigentlich vermeidbar gewesen, sogar ohne Impfung, wenn sich irgendwie die Staaten nur früher drum gekümmert hätten. Und wir haben das ja selber am Beginn mitbekommen, oder? So Schweden und Großbritannien, die haben einen Wettbewerb drum geführt, wer als letztes irgendwelche Maßnahmen ergreift, so währenddessen die Zahlen explodiert sind. Nach dem Motto, you snooze, you lose, der die Wirtschaft zuerst runterdreht, der wird weniger Güter am Weltmarkt verkaufen, der wird irgendwie Marktanteile verlieren, sprich, deren Kapitalisten wird irgendwie weniger Profit machen, so. Und währenddessen man quasi so diese apokalyptische Grundstimmung im Hintergrund überall hat und hier und da versucht auch großteils auszublenden, nimmt halt der Reichtum wirklich obszön zu von diesen selben Kapitalisten, die diese Misere erzeugen. Es gibt irgendwie hunderte Zahlen. Meine Lieblingszahl ist irgendwie Österreich. Erstes Halbjahr der Pandemie, 5 Milliarden Euro mehr Profit für die großen Konzerne und überraschenderweise 5 Milliarden Euro weniger in Form von Geldern, die normalen Menschen bekommen haben durch Lohnausfälle, Arbeitslosigkeit etc. Da sieht man, wo denn ihr Reichtum herkommt. Und wer das dann ein bisschen anschaulicher will, die geben sich da auch Mühe. Also nach der Revolution werde ich Jeff Bezos persönlich den Orden für Dienst im Aufklärung der Arbeiterklasse verleihen, weil der gibt sich wirklich größte Mühe. Er schießt sich da irgendwie erst in den Weltraum, kommt irgendwie zurück, hat William Shatner dabei. Wisst ihr, wer das ist? Dieser urlange Schauspieler von Star Trek, so ein alter Mann, der immer in den Weltraum wollte, und sie steigen so aus dieser Kapsel aus und dieser William Shatner, der ist completely mitgenommen, der ist so, boah, also ich habe mich da so klein gefühlt und wenn diese Welt von oben sieht, das ist was ganz anderes, komplett, weil Jeff Bezos mit seinen Cowboy-Stiefeln und Cosplay Raumanzug, der so, schaut die ganze Zeit zu so Groupies hin und jetzt so, Girls, Girls, get over here, bring the champagne, und dann spritzt er so Champagner überall hin und her. William Shatner seit Jahren trockener Alkoholiker, by the way. Aber ich meine, das ist doch Genius, oder? Also der fühlt sich da auf irgendwie ein letzter Rohschinken, ein letzter Bauer auf irgendeinem, weiß nicht, Bierzelt fest. Kein Problem mit solchen Leuten. Aber das ist nicht irgendein random Typ so, sondern der Typ besitzt und kontrolliert eines der wichtigsten Konzerne dieser Welt. So Amazon ist irgendwie teilweise schon the backbone vom Internet, so mit ihren ganzen Cloud-Computing und irgendwie Forschung im Bereich von AI und halt die ganzen Amazon-Warehouses so, die übrigens ein guter Beweis für den Erfolg der Planwirtschaft sind, weil ich meine, beeindruckende Leistung innerhalb von ein paar Tagen wirklich jedes erdenkliche Gut an jeden Winkel der Erde zu bringen. So. Genau. Und ich weiß nicht, man muss einfach sagen, dieser Widerspruch, der macht was von Menschen, oder? Man hat irgendwie die ganzen, weiß nicht, Politiker, reichen Leute, die irgendeinen Scheiß da führen, einem selbst geht es irgendwie immer beschissener so. Und ein Teil der Herrschenden ist irgendwie nicht so freundlich wie Jeff Bezos und macht unsere Arbeit für uns so. So ein paar Politiker, ein paar Kapitalisten, die sehen das irgendwie schon kritisch und die machen da viele Studien dazu. Da gibt es zum Beispiel eine Norina Herz, die lustigerweise im Board von Warner Bros. Sitzt, diesem Musikkonzern, so, also die irgendwie ein aufrichtiges Interesse daran hat, ihre Zielgruppe zu verstehen. Und sie schreibt, nur 6% der Gen Z mehr oder weniger vertrauen großen Konzernen, das Richtige zu machen.
Sie bringen mit Konzernen vor allem Wörter wie ausbeuterisch, arrogant, gierig und betrügerisch im Zusammenhang. Ähnlich verhält es sich zu Regierungen. Hier glauben nur 1 von 10, dass sie das Richtige machen werden. Sie haben das Gefühl, dass Politiker sich nicht um normale Menschen kümmern und dass die Spielregeln der Gesellschaft verzerrt sind. Und jetzt mein Lieblingspart. Da sind 2000 Leute befragt worden. Und tatsächlich stimmt kein einziger befragter Teenager dem Statement zu, dass die Gesellschaft fair ist und jeder dieselben Chancen hat. Stattdessen sagen sie, dass Hautfarbe, Geschlecht, Reichtum der Eltern und sozialer Stand ihre Zukunft bestimmen wird. So. Und weiß nicht, das ist ein bisschen ein Pulver, auf dem man hier sitzt, wenn man irgendwie in der Spitze dieser Gesellschaft steht. Und mega interessant, auch zu empfehlen zu googeln, ist da der Economic Risk Report vom World Economic Forum. Also das ist ein bisschen das, was wir hier machen. Also hier treffen sich Jugend, Arbeiter, Studenten und wir diskutieren quasi drüber, fuck, was machen wir jetzt so? Und das World Economic Forum ist ein bisschen so, da kommen halt wichtige Politiker, Konzernbosse, reiche Leute und schauen sich an so, ha, wir stellen uns schon ziemlich dumm an. Kann böse ausgehen. Und ein Teil, und sie haben diesen 10 Global Risks Report. Und was ist Platz 8? Platz 8 ist wirklich ein absolutes Highlight. Und zwar nennt er da die Entmündigung der Jugend. Und sie schreiben, die Entmündigung der Jugend wurde über die Enttäuschung, über die langsame wieder wirtschaftliche Erholung nach der Finanzkrise, die Frustration über anscheinend korrupte und ineffektive Eliten und sozioökonomische Verwerfungen, die tief verwurzelte Ungerechtigkeiten ans Licht brachten, noch verstärkt. Diese Unzufriedenheit zeigen sich in der wachsenden Zahl von Jugendbewegungen, die in den letzten 10 Jahren ausgebrochen sind, darunter der arabische Frühling, globale Klimastreiks und Bürgerrechtsbewegungen, die mehr soziale und rassische Gleichheit anstreben. Die spezifischen Elemente und Prognosen des Global Risk Reports für junge Menschen sind beunruhigend. Dazu gehört die Verschlechterung der psychischen Gesundheit seit Beginn der Pandemie, die 80% der jungen Menschen weltweit anfällig für Depressionen, Angstzustände und Desillusionierung macht. Das ist ja eine interessante Krankheit, Desillusionierung. Und sie zur Zielscheibe für Radikalisierung werden lässt. Na wunderbar, das hätte ja von uns sein können, was da geschrieben wird. So. Deswegen ist es in meinem Referat. Und vor allen Dingen dieses Ding, dass diese traditionellen Spaltungselemente wie Rassismus und Sexismus und so weiter in der Jugend halt immer weniger Verwurzelung finden, ist wichtig. Weil im Kapitalismus herrschen die Kapitalisten nicht, weil sie so einen fetten Staatsapparat haben. Ich meine, ja, ist groß, aber ein paar hunderttausend Polizisten ist wenig im Vergleich zu ein paar Millionen Jugendlichen so. Oder weil sie so viel Propaganda machen oder so. Sondern weil die kapitalistischen Lebensverhältnisse das selber hervorbringen, oder? Wir als Arbeiter sind im ständigen Wettbewerb zueinander, oder? Um die besten Jobs, um die besten Wohnungen, um die 5000 Therapieplätze oder so, die es in Österreich gibt. Und wenn es keine andere Alternative gibt, so, dann ist es irgendwie logisch, dass sich irgendwie Teile dieser Arbeiterklasse je nach verschiedenen oberflächlichen Merkmalen zusammenschließen, um halt sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen im Kampf, wer die meisten Brotkrumen irgendwie von Jeff Bezos abbekommt. So. Und das Ding ist aber, das funktioniert nur so lange gut, solange man halt selber dran glaubt, wenn ich mich anstrenge, wenn ich was lerne in der Schule, wenn ich brav arbeite, so, dann steige ich irgendwie auf in der Gesellschaft und dann kriege ich schon meinen Platz auf der Sonnenseite. So. Und man sieht halt, dass das nicht mehr so einfach ist, so, oder? Der ökonomische Niedergang heißt, dass diese Illusion zerstört wird, vor allen Dingen bei der Jugend, die in der Richtung nie was anderes mitbekommen hat. So. Genau. Und stattdessen dann durchbricht der solidarische gemeinsame Kampf, wo man mit gemeinsamer Stärke irgendwie den Herrschenden abbringt, was man irgendwie braucht. So, okay, kleines Highlight dazu. In der USA scheißen sich die Herrschenden da schon richtig an. In 2021 gab es so in über 35 Staaten so 140 Gesetzesentwürfe in Summe, wo man versucht hat einzuschränken, dass in der Schule darüber geredet wird, über die wahre Geschichte der USA mit Abschlachtung von Native Americans, über andere Formen irgendwie der Liebe, quasi über LGBT-Angelegenheiten. Manche Entwürfe sahen sogar vor, dass Eltern von den Lehrern benachrichtigt werden sollen, wenn Schüler ihnen gegenüber äußern, dass sie ihrer sexuellen Identität unsicher sind. Und mein persönliches Highlight, ein Gesetz, das gerade in Indiana erwogen wird, das schreibt vor, dass die Lehrer den Schülern im Vorfeld einer allgemeinen Wahl in diesem Bundesstaat erklären müssen, dass Sozialismus
Marxismus, Kommunismus, Totalitarismus und ähnliche politische Systeme für die Menschen in den Vereinigten Staaten schädlich sind. So. Also die geben sich da irgendwie Mühe, diese Formen irgendwie aufrechtzuerhalten, aber ihnen bricht halt einfach das Fundament weg. Übrigens voll der coole Artikel von unseren Comrades in der USA, die heißen Socialist Revolution. Der Artikel heißt Smell the Fear of the Ruling Class. Und ich glaube, der bringt das irgendwie ganz gut irgendwie auf den Punkt, oder? Die haben ein bisschen Angst. Und das Interessante aber dabei ist, wenn man so sonst sich in der politischen Szene umschaut, vor allen Dingen innerhalb der Linken so, dann merkt man irgendwie davon wenig, oder? Es ist irgendwie mehr so ein bisschen ein Pessimismus, der da irgendwie um sich geht. So. Es ist irgendwie mir vor allen Dingen aufgefallen im Aftermath von den deutschen Bundestagswahlen letztes Jahr. So. Da hatte die FDP voll gewonnen bei den Erstwählern. Ich weiß gar nicht, wie viele das mehr waren. Ich glaube, bestimmt ein Viertel oder so, wenn nicht mehr, der Erstwähler haben FDP gewählt. Und so die Taz und so andere linke Zeitungen, die haben so erzürnt geschrieben, oder diese neue Gen Z, die ist irgendwie voll vom Kapitalismus vereinnahmt. Ich hätte mir niemals vorstellen können, Liberale zu wählen. Und das Ding ist, die sehen halt den Wald vor lauter Bäumen nicht, nämlich dass die klassischen Volksparteien, CDU und SPD, dass die halt einfach komplett obliterated sind, dass das politische Feld sich komplett ausfranst und die Jugend genug vom Status quo und einfach Lösungen sucht für ihre Probleme. Die FDP hat das gemacht, die ist voll auf diesen Zug aufgesprungen von kein Internet, keine gescheite digitale Ausstattung in der Schule. Sie haben halt gesagt, das erreicht man, indem man Unternehmenssteuern abschafft oder so. Okay, wird wahrscheinlich wenig helfen so. Aber es erklärt irgendwie, warum die Leute halt da irgendwie anknüpfen, oder? Und wenn man dann noch ein bisschen mehr nachgekratzt hat, so, dann hat man noch mehr interessante Sachen herausgefunden. Wie zum Beispiel, dass es zur selben Zeit in Berlin ein Volksbegehren gab, einen fetten Immobilienkonzern zu enteignen, das im ganzen Land trotz ferocious Propaganda von bürgerlichen Medien über 50% Zustimmung halt gehabt hat. So. Wie geht das zusammen? Auf der einen Seite wollen sie enteignen, auf der anderen Seite wählen sie die FDP. Was ist mit der Jugend los? Ist die schizophren? Und die Antwort ist nicht irgendwie so schwer herauszufinden. Ich war zur Zeit des Wahlkampfs in Berlin, gleichzeitig gab es in Berlin auch eine Wahl, und überall hast du die Plakate gemacht, wo bürgerliche Parteien diese Enteignungsfrage zur Wahlfrage gemacht hat. So nach dem Motto, jede Stimme für die CDU, also jede Stimme für die ÖVP in Österreich wäre das, ist eine Stimme gegen Enteignung. Oder du hast irgendwie die SPD gehabt, die gesagt hat, von Anfang an, egal was bei diesen Volksbegehren rauskommt, hier wird nichts enteignet. Und was macht die Linke, also diese Linkspartei in Deutschland? Nix, die spricht das Thema gar nicht an. Keine Ahnung, die hätte auf ihren Plakat fett draufschreiben sollen, jede Stimme für die Linke ist eine Stimme für die Enteignung. So, die wären explodiert. Und stattdessen haben sie irgendwie Sachen gemacht, wie den Austritt aus der NATO, aus ihrem Sofortprogramm rauszustreichen, noch vor den Wahlen, um eine mögliche Koalition mit der SPD irgendwie nicht zu torpedieren. So. Ein Jugendlicher, der genug vom Status quo hat, warum soll der die halt irgendwie wählen? So, oder? Ich glaube, das ist ziemlich, ziemlich klar so. Und ich finde, diese fehlende Wut aufzugreifen, so, das passiert irgendwie auch in dieser Mental Health-Frage nicht so sehr, oder? Man hat irgendwie genug Posts von politischen Organisationen, die sagen, dass das schlimm ist. Ja, es ist schlimm so, aber man sollte das mit der breiten Perspektive verknüpfen, warum es irgendwie so schlimm ist. Nämlich, weil die Kapitalisten auf uns scheißen so, und dann sollte man irgendwie den nächsten Punkt hinzufügen. Wenn wir auch nur das Mindestmaß von denen haben wollen, so, dann müssen wir uns organisieren und denen halt irgendwie Feuer unterm Hintern irgendwie machen. So. Genau. Und ein großer Teil davon ist halt wirklich, weil sie halt so ein bisschen demoralisiert sind, diese anderen politischen Kräfte. Sie schauen sich halt oberflächlich die Gesellschaft an, denken sich, alle sind rechts, deprimiert, wollen irgendwie nichts machen so. Ich habe das Gefühl, es kommt ein bisschen vom zu vielen bürgerlichen Zeitungslesen. Na wirklich. Kennt ihr das Konzept von Doomscrolling? Das ist irgendwie neu aufgekommen. Und zwar gibt es diese psychologischen Funde, dass wenn man sehr viel Zeitung liest, dass man schlecht drauf ist. Und dann wird dann in diesen Artikeln schwadroniert, dass ja die Urmenschen sich immer merken mussten, wenn irgendwo ein Säbelzahntiger ist, weil negative Sachen muss man sich einfach mehr merken. Man erinnert sich an die ganzen positiven Sachen nicht, wie zum Beispiel, dass es irgendwo auch keine Waldbrände gibt. Und fair enough. Aber ich meine, come on, die Welt geht einfach gerade den Bach runter. Natürlich bin ich schlecht gelaunt oder mache mir Sorgen, wenn ich dann irgendwie mir das halt anschaue. Und dieser Vorschlag, naja, man soll halt seinen Zeitungskonsum beschränken oder so, heißt halt einfach literally, ja, mach halt die Augen zu und schauen wir irgendwie weiter, dass uns das irgendwie nicht trifft oder so. Und
Okay, viele schlechte Nachrichten. Aber ich würde sagen, es gibt auch viele gute Nachrichten auf der Welt. So, das bringt mich irgendwie zum letzten Punkt. Nur liest man halt diese Nachrichten nicht in der Zeitung. Was meine ich damit? Ich meine damit zum Beispiel 2019 den zweiten arabischen Frühling im Iran, Algerien, Tunesien, Sudan, wo irgendwie teilweise Diktatoren gestürzt worden sind, die 30 Jahre an der Macht waren. So. Ich rede von guten Nachrichten aus Südamerika, wo es sowas wie den sogenannten Roten Oktober gab, wo eine ganze Welle an Bewegungen über den Kontinent geschwappt ist. In Ecuador ging es, glaube ich, so weit, dass sie der Hauptstadt, die Bewegung, die Regierung aus der Hauptstadt vertrieben haben und begonnen haben, Polizisten festzunehmen. Polizisten festnehmen, how does that even work? Ich meine, Polizisten nehmen Leute normalerweise fest. Aber die haben halt einfach Selbstverteidigungskomitees gehabt, die halt prügelnde Bullen einfach festgenommen haben, vor so riesengroße Volkstribunale gestellt haben und sie verurteilt haben. Zu was, könnte man fragen? In Zivilkleidung an vorderster Front bei Demos zu stehen und von ihren Kollegen eine gebratscht bekommen. So. Also, das sind gute Nachrichten, die zeigen, dass es einen Weg vorwärts gibt so aus dieser ganzen Misere. Und es ist überhaupt nicht überraschend, dass bürgerliche Medien darüber nicht in Depth berichten. Oder dass, wenn sie darüber berichten, dass das alles radikale Spinner sind, die irgendwas anzünden und in Wirklichkeit von allen gehasst werden. So. Ich meine, das sind riesengroße Massenbewegungen mit Millionen Menschen, die irgendwie teilnehmen. So. Und das zeigt irgendwie auch, dass wir als Revolutionäre eine Rolle hier spielen. So. Also wenn wir zum Beispiel eine Zeitung haben, wie den Funken, so, dann habe ich ja einen ersten Schritt, dass man das Bewusstsein der Leute hebt, so, dass es durchaus irgendwie auf der Welt auch positive Entwicklungen gibt, an der wir irgendwie als Jugend- und Arbeiterklasse irgendwie anknüpfen können, so, oder? Und halt in Wirklichkeit auch viel allgemeiner. Du hast diese ganzen Bewegungen, dann kann man irgendwie sagen, naja, aber die sind doch gescheitert. Fair enough. Aber wichtig ist, sich die Entwicklung anzuschauen. Und zwar, dass es einfach explodiert seit 2008, dass sie immer militanter, immer größer werden, immer allgemeinere Forderungen gegen das gesamte System halt irgendwie stellen. Und wir können erklären, wenn wir sie analysieren, warum sie gescheitert sind. Wir können daraus lernen und wir können irgendwie auf Basis dessen eine Organisation, eine andere Führung aufbauen, die auf Basis dieser Erfahrungen solche Bewegungen zum Sieg führen kann. So. Und manche von euch werden sich vielleicht denken, so, naja, schaut, keine Sorge, schaut irgendwie schon scheiße aus. So. Aber ganz ehrlich, wenn man sich die Entwicklung anschaut, diese Phasen von Pessimismus und alles ein bisschen niedergeschlagen, die werden halt innerhalb kürzester Zeit, können die explodieren. So. Und ich rede hier nicht von 20 Jahren, 30 Jahren so, sondern die ganzen letzten 10 Jahre ist eine Aneinanderreihung von Massenbewegungen, wo dann 2-3 Jahre ein bisschen Ruhe ist, nur damit es irgendwie aufs Neue stärker und größer irgendwie explodiert. So. Und auf das können wir uns irgendwie vorbereiten. Wenn wir das so irgendwie machen, so, dann kriegen wir irgendwie unsere Therapieplätze und in den folgenden Bewegungen, wenn wir stärker werden, so, kriegen wir den ganzen Kuchen, wie unsere britischen Genossen sagen, nämlich Socialism in our lifetime.